Ja, und jetzt hier sind wir noch im Spielcasino vom Stratosphere Tower. Wir hatten ja den Stratosphere Tower besucht, das haben wir euch im anderen Video auch schon gezeigt. Und ja, beim Runtergehen vom Stratosphere Tower geht es natürlich wieder durch das Casino vom Stratosphere Tower durch. Wird ja immer so gemacht, dass man nochmal reingeht. Könnte man ja nochmal ein paar Dollar reinschmeißen in die Maschinen. Und ja, so sieht es also hier im Casino vom Stratosphere Tower aus, also unten am Fuß vom Stratosphere Tower im Casino. Hotel ist da ja auch drin und ja, Sandra freut sich schon wieder über die Maschinchen hier. Oi. Und ja, immer viel Blinky Blinky hier in Vegas zu sehen. Und ja, jedes Jahr oder immer wieder, wenn man dort ist, wir waren ja schon ein paar Jahre nicht mehr, immer wieder neue Maschinen, immer wieder Neues zu entdecken und ja, immer am Suchen, dass man Maschinen findet, die in der Preislage von einem sind, weil die meisten haben so einen hohen Einsatz pro Dreh, dass wir sie eigentlich nicht spielen wollen. Wir brauchen immer welche mit einem niedrigen Einsatz pro Dreh und da muss man echt ein bisschen suchen. Also Vegas ist da auch schon sehr, ja, wie soll man sagen, angestiegen in den Grundumsätzen im Gegensatz zu früher, was man also mindestens pro Dreh investieren muss. Das ist schon ein ganzes Stück nach oben gegangen. Aber gut, so ist es halt. Alles ist teurer geworden und wenn man es mitnehmen will, dann muss man in den sauren Apfel beißen. Und jetzt hier gleich hat dann Sandra auch eine Maschine gefunden, wo sie sagte, komm, da stecken wir mal noch mal kurz ein paar Dollar rein. Und ja, ganz spontan haben wir sie gleich erwischt. Sandra beim Zocken? Ja, die wollten wieder bekommen, die Freispiele. Jetzt habe ich sie. Yes. Hey, wir haben gerade die Freispiele gefilmt. So ein Zufall. Kommt mal her, gewonnen. So, was gewinnt sie? 4 Dollar, 3 Dollar. Alter, was ist los hier? So, schauen wir mal. Ein bisschen was kannst du bringen. Wie viele Freispiele haben wir denn? Wo steht's denn? Also, 9 Tree Games haben wir. Und nochmal. Cool. Bisschen mit Zahn oder gut? Noch 6 Free Games. Genau, nur knapp 2 Dollar bisher. Und jetzt haben wir horrende 2 Dollar gewonnen. Wir können heute Abend richtig Party machen. Uiuiui, jetzt aber. Uiuiui. 5 Dollar. Noch 2 Free Games, ja, bring noch ein bisschen mehr. Noch 2 Free Games. Und wir waren live dabei, wo Sandra 5,76 Dollar gewonnen hat. Also, Zeit. Gehen wir los und besuchen den Eiffelturm. Ah, guck mal hier, was ist hier? Da könnte man sein Liebesschloss anbringen, aber da ist kein Platz mehr für irgendwas. Und hier geht es rüber, oben im Paris Hotel zum Eiffelturm. Hier drüben, da sieht man die Füße oder ein Fuß vom Eiffelturm. Und unten die Maschine. Unten die Spielautomaten, genau. Hier sind die anderen Füße vom Eiffelturm. Oh, jetzt war es aber schräg gehalten, das Video. Ab in den Escalator. So Aussichtsplattform vom Eiffelturm. Was, wenn du so alles siehst, du? Venedig, Paris, alles irgendwie. Wie ist weit von Amber? Beim Warten erhaschen wir nochmal einen Blick aufs Casino von oben.
Sandra juckt schon wieder den Fingern zu spielen. Und einen Drink nehmen. Und einen Drink nehmen, einen Cocktail. Zack, zack. Wir haben nämlich hier in Paris endlich einen Automaten gefunden, wo man für 20 Cent pro Drehung spielen kann. Hat man sonst noch nicht. How are you doing today? And this is just a half-size replica of the original one in Paris, France. Mm-hmm. The total height of this tower to the very end is 541 feet tall. Mm-hmm. The real one is 1,063 feet tall. Hey! Yeah. Actually, the original plan is to build the same height in Paris, but for the reason we are very close to the airport, so they can't do so. And there's a height restrictions in this area. And the airport is behind the Hilton Grand Vacations Hotel. We're going to the observation viewing. Mal gemeinsam einmal rund um den Eiffelturm herum. Sandra wartet hier. Ja. Guck mal hier, da sind immer so Löcher, wo das Löcher zum Dorf fotografieren. Ja. Man kann es einmal rundum laufen. Hier ist dann Hilton Grand Vacations Hotel. Ja. Planet Hollywood. Not right now, I just came to see how it is because I'm coming up at 3. Ja, Planet Hollywood. Because the Hilton Grand Vacation is here. Yeah, because there's the Paris Kugel here. Ach, du läufst mir hinterher. Ich dachte, Sandra wartet, sie läuft mir hinterher. Guck mal her. Hier ist gleich runter der Blick aufs Bellagio. Allerdings so ganz, ganz, ganz viel zugebaut. Hier unten sieht man es von der Formel 1. Also hier. Yeah. Der Brunnen mit dem Wasserspielen angucken ist wohl nichts, weil da ist noch alles irgendwie mit der Formel 1 so gebaut. Also das geht echt lange. Von hier oben sieht man auch die Ausmaße der Hotels. Es ist unglaublich, was das für große Hotels sind. Das Caesar Palace und das Bellagio hier oben. Das ist schon der Wahnsinn. Hier hinten ist dann auch runter zum Strip und hier ist dann die Sphere und der Link, dieses Riesenrad, das wird dann auch noch nachher fahren werden. Da hinten die große Kugel und davor das Riesenrad, der Link. Also auch von hier oben, wirklich ein spektakulärer Ausblick, ne? Toll. Uah, da Opa, hinten ist eine Wand. So nah am Strip kannst du auch wohnen. So nah am Strip kannst du auch wohnen. Horse Show. Das da hinten, Horse Show, wird wahrscheinlich privat sein. Du siehst da hinten im Hintergrund die kleinen Häuschen. Stimmt, die sind privat. Das ist irgendwie eine Wohngegend. Und da kann es fast zum Strip laufen, das stimmt. Da bist du nicht im Trubel auf jeden Fall. So, das war der Rundumblick einmal hier oben vom Eiffeltower, vom Eiffelturm. Ja, und gleich geht es weiter. Nach dem Eiffel Tower ging es dann noch weiter zum Ferris Wheel, zum Riesenrad, mitten in Vegas am Strip. Und von da oben hat man dann auch einen perfekten Blick auf die Sphere, die unten direkt drunter ist und da ja, ihr Spektakel abzieht. Ja, das ist schon auch ein faszinierendes Teil mit der Technik, mit diesen Projektion oder mit diesen ja, Figuren, ach, was da alles drauf angezeigt wird. Und ja, auch daher ist der Ausflug übers Ferris Wheel zum Riesenrad auf jeden Fall auch mal wirklich einen Trip wert. Hat einen tollen Blick von da oben. Ihr habt jetzt auch das bei Tag gemacht und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Cancome.